Ja, Fabian, fast oder relativ genau ein Jahr ist es her, dass wir hier das letzte Mal so zusammensaßen. Damals warst du gerade frisch Cheftrainer geworden. Erinnerst du dich noch an das Trainingslager von damals und wie war das? Ja, definitiv erinnere ich mich daran. Es war tatsächlich ähnlich wie auch in diesem Jahr. Wir hatten super Bedingungen, das Wetter hat gepasst, die Mannschaft hat eine ähnliche Bereitschaft an den Tag gelegt wie auch in diesem Trainingslager. Wir konnten damals im Trainingslager natürlich einen Testspielerfolg gegen Lugano feiern. Gestern hat es leider nicht zu einem Sieg gereicht. Dennoch finde ich wichtig, dass wir das gesamte Trainingslager nicht auf ein Spiel reduzieren, sondern die gesamten Trainingstage sehen. Und da kann ich sagen, dass die Spieler und auch mein Staff wirklich hervorragend mitgezogen haben, dass wir intensive, lange Trainingseinheiten hatten und auch neben dem Platz definitiv auch die Zeit genutzt haben, um uns bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten. War es noch mehr von der Intensität als letztes Mal, oder? Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich Training liebe, dass ich auch Intensitäten liebe und die auch gerne fahre. Und deshalb glaube ich schon, dass wir auch einen Schritt in der Intensität nach vorne gemacht haben. Es ist natürlich immer ein Anpassungsprozess, den auch die Spieler machen müssen, wenn wir neue Inhalte trainieren, wenn wir auch von der Dauer, von der Intensität versuchen, Step by Step nach oben zu kommen, dass da gewisse Anpassungen vorhanden sein müssen. Und ich glaube, dass über das gesamte Jahr die Spieler das definitiv gemacht haben. Und dementsprechend konnten wir auch jetzt im Trainingslager wirklich sehr intensiv trainieren. Wir haben von mehreren Leuten so ein bisschen Meinung eingeholt. Ja, was damals, wie haben sie dich wahrgenommen und wie nehmen sie dich heute wahr? Und oft ist gefallen, dass du beim ersten Trainingslager eher so eine beobachtende Rolle hattest und heute natürlich sehr lautstark bist. Würdest du die Meinung teilen? Ich mache mir da gar nicht so große Gedanken, wie ich dann auf dem Trainingsplatz war oder bin, sondern das ist authentisch. Das kommt aus mir heraus, wie ich dann wirklich die Situation spüre. Natürlich war es eine neue Situation für mich vor einem Jahr. Da bin ich auch ehrlich, dass es alles neu war, dass es auch ungewohnt war, dass es eine andere Rolle war für mich. Trotzdem habe ich auch damals schon versucht, authentisch zu sein, weil ich glaube, wenn du etwas vorspielst, wenn du nicht das wirklich nach außen bringst, was du innerlich fühlst, dann wirkt das nicht authentisch und dementsprechend auch im heutigen Trainingslager. Vielleicht war es ein Tick lauter, präsenter, aber das ist alles das, was ich spüre, beziehungsweise mein Gefühl, was auch die Mannschaft in dem Moment braucht. Wie wichtig ist es dir, dass du die volle Rückendeckung spürst von den Verantwortlichen und das Vertrauen sowohl damals als auch heute? Ich glaube, das ist enorm wichtig. Ich versuche natürlich auch meinem Staff dieses Vertrauen entgegenzubringen. Und ich glaube, unter Vertrauen kannst du einfach viel besser arbeiten, weil du weißt, wie der andere denkt, weil du auch schaffst, eine Art Feedback-Kultur zu entwickeln, wo du dir gegenseitig die Meinung sagen kannst, ohne dass der Gegenüber sauer wird, beziehungsweise enttäuscht über deine Meinung ist. Und das ist heutzutage, beziehungsweise im Fußballgeschäft, sehr, sehr wichtig, das Vertrauen zu spüren. Nicht nur für mich, sondern auch für meinen Staff und für meine Spieler. Und dementsprechend spüre ich das auch und weiß das auch zu wertschätzen und versuche das auch zurückzugeben. Weil du den Staff gerade angesprochen hast, wie wichtig ist auch so ein funktionierendes Team rund ums Team für dich und dass du da auch eben dich auf alle verlassen kannst? Ich glaube, das Wichtigste in einem funktionierenden Team ist das Wir-Gefühl. Und das Wir-Gefühl entsteht, wenn du gegenseitig Wertschätzung dir entgegenbringst und dir gegenseitig auch vertraust. Und ich habe in meinem Staff wirklich tolle Experten. Ich habe in jedem Bereich, sei es im Athletikbereich, im medizinischen Bereich, auch meine Videoanalysten, das sind alles Experten, alles auch Staffmitglieder, die wollen, die Motivation haben, die Mannschaft besser zu machen. Und jeder muss wissen, und das wissen sie auch, dass sie mit ihrer Arbeit einen Teil zum Erfolg beitragen. Und dementsprechend ist für mich das extrem wichtig, dass sie von mir die Wertschätzung spüren, dass sie auch von mir die Verantwortung bekommen, frei arbeiten zu dürfen. Weil sie wissen, dass sie Teil des Erfolgs sein werden, wenn sie maximal bereit sind zu arbeiten. Wie würdest du einschätzen, welche Bedeutung hat ein Trainingslager für den Verlauf einer Saison? Ja, ich glaube, von der Prozentzahl her, das zu sagen, ist schwer. Ich glaube, dass du gewisse Grundbausteine definitiv setzen kannst, sei es im athletischen Bereich, sei es aber auch im taktischen Bereich und noch viel wichtiger,
was passiert mit der Mannschaft, welche Dynamik nimmt die Mannschaft an, wie nutzt die Mannschaft außerhalb des Platzes die Zeit, in dem sie zusammen sind. Und da kann ein Wir-Gefühl entstehen und da kann schon eine Mannschaft einen gewissen Prozess einläuten, der dann wirklich auch für die Rückrunde, wo definitiv Widerstände kommen können, diesen Prozess dann auch positiv gestalten. Das heißt also, so das Teamgefühl oder so, das wird in so einem Trainingslager schon nochmal gestärkt? Ja, ich glaube, automatischerweise, weil die Spieler einfach zusammen sind. Natürlich stehen sie dann morgens auf und sehen sich. Sehen sich zum Mittagessen, sehen sich zum Abendessen. Also sie bringen einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und das, was ich miterlebt habe, war, dass sie diese Zeit gemeinsam verbracht haben. Und das ist etwas, was definitiv sehr positiv ist. Und deshalb glaube ich, dass es natürlich auch dazu beiträgt, dass sie gemeinsam sich dann auf dem Trainingsplatz fordern, dass sie gemeinsam auch sich motivieren. Und das schafft dann auch wiederum auf dem Trainingsplatz eine bessere Arbeitsatmosphäre, die wir dann hoffentlich auch nutzen können. Würdest du sagen, im Vergleich zum vergangenen Jahr, dass sowohl im Staff als auch das Team, dass ihr noch weiter zusammengewachsen seid, also dass dann auch die Zeit das gebracht hat? Ich glaube auch, das entsteht nicht künstlich, sondern das entsteht durch Erlebnisse. Und Erlebnisse, die du miteinander hast, weckt Emotionen. Und diese Emotionen, die hoffentlich meist auch positiv sind, die verbinden dich. Und das ist etwas, was wir definitiv auch in diesem Jahr erlebt haben, was aber nicht künstlich kommt, sondern immer mit harter Arbeit verbunden ist. Und das wird auch wieder dieses Jahr der Tenor sein, dass wir versuchen, positive Erlebnisse zu haben, dadurch positive Emotionen versuchen zu wecken und dann das Teamgefühl und das Teamgefüge noch enger zusammenrückt. Aber das entsteht. Natürlich ist aus meiner Sicht des Trainers das immer das Beste, wenn das positiv wird und wir daraus etwas ziehen können, etwas positiv ziehen können. Aber ich glaube, dass wir dafür erstmal die Basis schaffen müssen und das heißt harte Arbeit. Und dann schauen wir mal, ob das Teamgefüge noch enger zusammenrückt. Aber ob das jetzt im letzten Jahr stärker war als jetzt, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kannst du die nächste Frage beurteilen. Was machst du dieses Jahr anders als das, was du letztes Jahr gemacht hast? Du bist ja auch dafür da, um andere zu verbessern. Ja. Wo würdest du vielleicht sagen, da hast du dich verbessert, verändert? Ja, natürlich versuche ich, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, eher beiseite zu schieben. Beziehungsweise nicht zu lange darauf zu verharren, in diesem Moment zu verharren. Das wäre was? Beispielsweise, als wir im Trainingsstart in Hamburg waren, am 2. und 3. Januar, wo dann doch das Wetter nicht so gut war und bestimmte Trainingsbelastungen bzw. die Trainingsverhältnisse nicht optimal waren. Und du dann schon als Trainer auch gewisse Inhalte überdenken musst. Natürlich hast du davor dir einen Plan gemacht, den du durchziehen willst. Und dann kommen größere Mächte, höhere Mächte, die du nicht beeinflussen kannst. Und dann heißt es nicht zu lang darin zu verharren, sondern versuchen, schnell anpassungsfähig zu sein. Und trotzdem die Inhalte dann in gewisser Weise durchzuziehen, ohne ins große Risiko zu gehen. Und das sind Momente, da wo ich definitiv dazulernen muss, dann ruhiger zu bleiben, sachlicher zu bleiben und nicht ins Emotionale zu verfallen. Und das heißt, das ist so das, wo du sagen würdest, du warst vor einem Jahr vielleicht noch bei so Dingen gestresster. Heute kennst du das ein bisschen. Ich glaube noch nicht, dass es heute 100% ist, aber ich gebe mir definitiv Mühe, da ruhiger und sachlicher zu sein. Aber das ist nur eine Sache, ein Bereich, wo ich mich verbessern kann. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt, wo wir uns verbessern können. Und da versuchen wir uns gegenseitig zu feedbacken, um dann das Bestmögliche aus uns und dann auch aus den Spielern herauszuholen. Feedback ist auch ein gutes Stichwort. Wie würdest du, ich weiß, dass du es schwierig findest, eine Klammer um mehrere Spieler zu schließen, aber wenn du einmal einen groben Überblick über unsere Nachwuchsleistungszentrumsspieler geben würdest, wie würdest du die einschätzen? Wie haben sie sich gemacht? Sehr positiv, weil für mich ist das Wichtigste, dass die Spieler auf dem Trainingsplatz stehen. Dass sie die Intensität, die wir fahren, mitgehen können, dass ihr Körper stabil bleibt, weil das ist die Grundvoraussetzung, um dann wirklich auch in unserem Bereich, im Leistungsbereich anzukommen. Und das hat jeder Einzelne geschafft, zumal sie wirklich es auch geschafft haben, inhaltlich gut zu arbeiten, Dinge, die wir
eventuell anders machen als im Jugendbereich, dass sie das sofort mitgetragen haben, dass sie die Umsetzung von Analyse, von Theorie dann auch sofort im praktischen Teil sehr, sehr gut geschafft haben. Und das ist mir das Wichtigste, sie haben es geschafft, sich sofort zu integrieren. Natürlich haben wir eine sehr, sehr homogene Truppe, die es einen einfach macht, aber trotzdem, ich weiß das selber, wie es ist, als junger Spieler in eine erwachsene, funktionierende Mannschaft zu kommen, ist nie einfach. Und das haben sie wirklich durch Bescheidenheit, durch ein Auftreten, was wirklich demütig war und auch sehr, sehr respektvoll war, sehr eindrucksvoll bewiesen. Woran habt ihr inhaltlich den Schwerpunkt gelegt jetzt bei dem Trainingslager? Woran habt ihr gearbeitet und warum? Das klingt jetzt nach dem Testspiel natürlich komisch, wenn ich sage, wir haben versucht, eine Balance zu finden zwischen der defensiven Stabilität und der offensiven Torgefahr. Das war tatsächlich der Trainingsschwerpunkt, auch wenn wir 1-3 verloren haben gestern. Aber auch da, wir wissen, woran es lag. Und ich sage immer wieder, das ist ein Prozess, den wir gehen. Und wir haben viele Dinge in der Hinrunde sehr, sehr gut gemacht. Und da geht es dann nicht, beziehungsweise wir können dann nicht erwarten, dass wir die Großveränderungen haben, sondern da geht es dann wirklich um Kleinigkeiten, um Feinheiten, die wir verbessern müssen. Und das funktioniert nur durch Penetranz auf dem Trainingsplatz. Und das haben wir versucht weiter zu intensivieren, noch mehr Penetranz, Fokus auf die Kleinigkeiten zu legen. Als Beispiel im Passspiel. Welchen Fuß spielen wir an? Welche Message hat mein Pass? Heißt, spiele ich einen offenen Fuß an? Spiele ich den Gegner entfernten Fuß an? Das sind alles so Kleinigkeiten, die in unserem Spiel sehr, sehr wichtig sind, was wir auch gestern gesehen haben, wo wir dann nur nicht maximal gut sind. Und dieses maximal Gute kommt nur, indem wir weiter versuchen, beharrlich den Weg zu gehen, weiter versuchen, die Jungs immer wieder darauf hinzuweisen. Und das wird nicht mit einem 10-Tage-Trainingslager bzw. einer kurzen Vorbereitung möglich sein, sondern da kommt es dann auch darauf an, in der Saison, unabhängig von den Ergebnissen, genau diesen Weg und diese Entwicklung, die wir eingeschlagen haben, weiterzugehen. Ist das jetzt frustrierend, wenn man das all die Tage geübt hat und gesagt hat, man will genau irgendwie die Null halten und dann geht es in der Generalprobe schief? Oder ist es auch gut vielleicht, dass man dann auch mal die letzten Fehler gemacht hat, damit sie wie Kaiserslautern dann nicht passieren? Ich glaube, Niederlagen sind genauso wie Siege immer dazu da, um zu reflektieren und um zu lernen. Und natürlich ist es für mich als Trainer und diejenigen, die mich kennen, weiß, dass ich extrem ehrgeizig bin. Und für mich ist es unabhängig, ob Testspiel oder Punktspiel, einfach dieses Gefühl zu haben, zu gewinnen. Und ich will jedes Spiel gewinnen, sei es nur ein Trainingsspiel oder auch ein Punktspiel. Und deshalb bin ich natürlich in gewisser Weise enttäuscht. Enttäuscht, weil du 9 Tage sehr, sehr gut gearbeitet hast und du hast das Gefühl, nicht alles auf dem Platz umsetzen zu können. Aber auf der anderen Seite heißt das auch für uns, dass wir zum richtigen Zeitpunkt eventuell einen Dämpfer bekommen haben, am richtigen Zeitpunkt auch nochmal klares Signal bekommen haben, es funktioniert nur, wenn wir an die maximale Leistungsbereitschaft gehen. Und das heißt, maximale Leistungsbereitschaft für mich, Fokus in der Positionierung, Fokus im Passspiel, Fokus dann auch darauf, die einfachen Fehler zu vermeiden, gut im Gegenpressing zu sein. Und das sind alles Dinge, da wo wir auch gestern nochmal durch den Gegner, der es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, aufmerksam gemacht wurden. Und deshalb ist es für mich auf der einen Seite und auch für die Spieler und auch für den Staff natürlich ein Gefühl, was nicht zufriedenstellend ist nach einem 9-Tages-Trainingslager, was intensiv war, was wirklich auch sehr, sehr gut war. Aber auf der anderen Seite sehe ich definitiv auch positive Dinge, die wir aus diesem Testspiel rausnehmen können. Du hast gerade nochmal gesagt, das Trainingslager war sehr, sehr gut. Also würdest du auch sagen, die Jungs haben, abgesehen jetzt von den NLZ-Spielern, über die wir schon sprachen, alle richtig gut mitgezogen? Ja, definitiv. Das, was für die jungen Spieler gegolten hat, beziehungsweise ich über die gesagt habe, gilt natürlich auch für die Spieler, die schon da waren, weil auch sie ausnahmslos mitgezogen haben. Ich glaube, dass kein einziger mal eine Trainingspause hatte, beziehungsweise durch Wehwehchen ausgefallen ist. Und das ist für mich der Grundbaustein, die körperliche Voraussetzung, dass wir fit sind, dass wir stabil sind. Nur dann können wir es auch schaffen, inhaltliche Dinge durchzuführen. Weil wenn die körperliche Basis nicht vorhanden ist, dann können wir noch so viel taktische bzw. andere Inhalte trainieren, können wir dann nicht umsetzen. Und deshalb
bin ich sehr froh und auch stolz auf die Spieler, dass sie diese Intensität gefahren sind und auch durchgezogen haben. Und ich glaube, dass das, was sie jetzt in Trainingslager investiert haben, das wird ein Invest für die Zukunft sein. Und ich hoffe, dass sich das in der Rückrunde auszahlt. Ja, lass uns gerne Richtung Rückrunde nochmal schauen. Du sagst ja sehr oft, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ja, würde ich heute wieder sagen. Und inwiefern ist das mehr als eine Floskel? Weil Fußball ein Tagesgeschäft ist und weil das einfach auch meine Denkweise und die meines Trainerteams ist. Mein Fokus lag gestern auf Osnabrück und heute geht mein Fokus auf Kaiserslautern und auf kein anderes Spiel. Und deshalb ist es für mich keine Floskel, sondern einfach meine Denkweise und die Denkweise meines Teams. Und wir können nichts anderes beeinflussen, außer das nächste Spiel. Und da ist unsere Verantwortung, meine Verantwortung, die Spieler maximal gut vorzubereiten. Und das haben wir gestern nicht gut geschafft gegen Osnabrück. Ja, das müssen wir uns auch angreifen und ich mir auch. Und das müssen wir auch in der Vorbereitung dann gegen Kaiserslautern besser machen, dass wir in jeder Spielphase maximal gut vorbereitet sind, sodass die Spieler dann auch ihr Leistungsvermögen individuell, aber auch als Team abrufen können. Sprechen wir noch mal kurz über dich persönlich quasi als Trainer. Wie kann man es vermeiden, dass sich Ansprachen oder Ideen, die du einbringst, mit der Zeit abnutzen? Also du bist zum Beispiel jemand, der eher sehr lautstark ist, emotional mitgeht. Wie verhinderst du, dass es irgendwann da rein, da raus geht quasi? Ich glaube, du hast als Trainer A, rhetorische Mittel, die du verwenden kannst in den Ansprachen. Das heißt, du kannst mit der Tonlage arbeiten, du kannst mit den Inhalten natürlich auch arbeiten, du kannst mit Pausen arbeiten, du kannst allgemein die Message, die du in der Ansprache rüberbringst, verändern, sei es eine positive Message, sei es auch mal eine lustige Message, sei es aber natürlich auch mal in gewisser Weise eine seriöse bzw. eine fordernde Message. Da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten und als Trainer musst du immer in gewisser Weise ein Provokateur sein, aber auch Dinge machen, oder was meine ich mit Provokateur, Dinge machen, die positiv unberechenbar sind für die Mannschaft. Das heißt, die Mannschaft darf nicht morgens herkommen und wissen, okay, der Ablauf bzw. die Ansprache wird so und so sein, das Training wird so und so sein. Du musst sie immer wieder versuchen, aus dieser Wohlfühloase, in der sie sich eventuell befinden, rauszuholen. Das heißt, ein Spieler darf nicht in eine Ansprache kommen, beziehungsweise in ein Meeting kommen und sich einfach mit meinem Inhalt und mit meinem Reden brieseln lassen. Sondern er muss immer wissen, okay, es kann in dem Moment sein, dass ich auch einbezogen werde. Und dann sind sie auch aufmerksam und dann versuchen sie sich auch anders zu fokussieren. Und das ist etwas, wo du als Trainer, und das ist meine Denkweise, mit gewissen Mitteln definitiv arbeiten kannst, um es nicht langweilig werden zu lassen. Du holst ja von verschiedenen Leuten immer wieder Feedback ein. Was sagen die, in welchen Bereichen hast du dich entwickelt, verbessert? Wo kannst du dich noch verbessern? Ja, ich kann dazu eine kurze Anekdote aus dem jetzigen Trainingslager sogar erzählen. Ich durfte einen Vortrag vor unseren Sponsoren und vor unserem Präsidium über Führung halten. Und dann kam jemand gestern zu mir, der diesen Vortrag gehört hat und meinte, dass ich sehr, sehr lautstark war, dass ich in meiner Stimmlage, in meiner Tonlage sehr, sehr monoton war. Und das ist ein Feedback, was ich persönlich nicht als Kritik annehme, sondern etwas, was mir öfters gesagt wurde, dass ich eventuell zu stark in einer Tonlage bin, in der sehr, sehr hohen Tonlage. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann für mich sage, okay, ich denke darüber nach und ich versuche das dann beim nächsten Mal umzusetzen, weil das sind Dinge, die ich natürlich als Trainer, in dem du in der Ansprache bist, nicht wahrnimmst, sondern du bist da eher in deinem Tunnel, du bist in deiner Denkweise verfangen und deshalb sind so Kleinigkeiten für mich extrem hilfreich und Feedback hole ich mir ein, indem du eventuell auch selbst Aufnahmen machst von den Sitzungen, die du dann selbst reflektierst beziehungsweise mit externen Beratern dann auch reflektierst, was ich sehr, sehr wichtig finde, aber dann auch einfach im Austausch mit den Menschen, im Austausch mit den Spielern, indem du dir auch ganz klar einfach Dinge feedbacken lässt. Und wir sind eventuell, beziehungsweise wir sind so weit, auch mit den Spielern, dass wir es geschafft haben, belastbare Beziehungen aufzubauen.
Das heißt, die Spieler, wenn sie Dinge, die sie für sich entschieden haben, die sie geändert haben wollen, beziehungsweise die auffallend sind, auch bei uns im Trainerteam, bei mir im Staff und auch bei mir persönlich, dass sie die ganz klar ansprechen in dem Wissen, dass wir und dass auch ich jemand bin, der dafür offen ist und der auch Kritik gerne annimmt. Genau, du hast jetzt aber noch nicht gesagt, inwieweit, also du holst ja auch Feedback von Freunden, von Familie ein. Und gerade wenn wir jetzt hier wieder sitzen, ist ein Jahr vergangen, dass du als Cheftrainer arbeitest. Gibt es einen Bereich, wenn du den hervorheben könntest, wo sie gesagt haben am Anfang, oh je, das geht gar nicht und das ist jetzt heute? Ja, es gibt immer Bereiche, auch da eine lustige Anekdote. Ich bin ja dann auch öfters im Fernsehen zu sehen während den Spielen und ich habe tatsächlich anfangs ein Kaugummi gekaut und anscheinend in einer Art und Weise, die meinen Ängsten nicht ganz so gefallen hat. Und deshalb sind so Kleinigkeiten, auch lustige Kleinigkeiten, ja, die man eventuell auch gar nicht so ernst nehmen kann. Aber das Kaugummi-Kauen kam dann nicht wirklich gut an. Und das hat man dann auch eventuell geändert. Und das sind immer dann, was ich so meine, da gibt es dann nicht einen expliziten Freundeskreis oder ein explizites Mitglied aus der Familie oder einen expliziten Mentor oder einen expliziten Mensch aus meinem Staff, aus meinem Trainerteam, aus dem Spielernkreis, die dann zu mir kommen, sondern es ist allgemein einfach ein ständiger Austausch, ein offener Austausch. Und dann bekommst du auch Feedback, wenn du offen bist und wenn du offen auf Menschen auch zugehst und da in Gespräche dich verwickelst, beziehungsweise in Kommunikation mit ihnen kommst. Ja, vielleicht auch manchmal schwierig, oder? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, hat jeder viel Meinung über einen. Dass man dann auch selektiert, okay, ab welchem Punkt oder bei wem ist das vielleicht auch mal nicht so wichtig. Deshalb ist es wichtig, zu selektieren. Definitiv zu selektieren, wen du an dich ranlässt, wen du auch vertraust. Aber nochmal, ich höre mir gern jede Meinung an. Und was ich dann daraus mache, ist dann letztendlich meine Sache. Es ist auch wichtig, nicht alles zu sehr an dich heranzulassen, weil ich glaube, im Fußball dann noch oft sehr schnell Schwarzmalerei betrieben wird, dass oft alles sehr, sehr negativ gesehen wird, wenn du dann mal ein Spiel verlierst, weil letztendlich Fußball dann auch ein Ergebnissport ist. Und da ist es als Trainer, als Führungspersönlichkeit dann auch wichtig, wirklich den Prozess zu verfolgen und dich nicht zu sehr von den Ergebnissen stressen zu lassen. Einfacher gesagt als getan. Ja, glaube ich. Passt auch so ein bisschen zur nächsten Frage, wo es nochmal um dich tatsächlich persönlich geht. Du stehst jetzt eben dieses eine Jahr im Scheinwerferlicht, viel Aufmerksamkeit. Was hat das so mit dir gemacht und was hast du vielleicht in der Zeit auch so über dich gelernt? Ja, definitiv kann ich sagen, dass das mein Leben verändert hat. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast Vorteile, du hast Nachteile. Es ist gar kein Klagen meinerseits, sondern es ist genau das, was ich... Nimm mal für beides ein Beispiel. Was ist ein Vorteil, was ist ein Nachteil? Nachteil ist natürlich, dass du eventuell ein anderes Leben oder du hast ein anderes Leben als normaler 30er beziehungsweise einer, der einen anderen Beruf ausübt, der nicht in der Öffentlichkeit ist. Das sind definitiv Dinge, die dein Privatleben auch beeinflussen, die dich in deiner Denkweise auch beeinflussen. Aber nochmal, das ist kein Klagen, sondern das ist das, was ich mir ausgesucht habe. Ja, habe ich dir gegeben. Und was ein Positives, natürlich hast du viele, viele Privilegien. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch etwas, was ich einfach teilen möchte, ist, dass das, was wir machen, Trainer zu sein, auch Spieler zu sein beim FC St. Pauli, nicht nur beim FC St. Pauli, sondern allgemein in dem Business, ein Privileg ist, das ausführen zu dürfen, weil du hast Privilegien. Schauen wir uns einfach nur mal die Anlage hier an, die Bedingungen, die wir haben. Das ist etwas, was ich definitiv wertschätzen zu weiß, weil nicht jeder das Privileg hat, hier in Spanien mit den Bedingungen trainieren zu dürfen. Und natürlich kommen dazu noch andere Privilegien, die du als Profisportler, als Profitrainer danach hast, sei es monetäre Sichtweise, da müssen wir jetzt kein Geheimnis machen. Und deshalb finde ich, dass du immer alles gut einschätzen musst, dass du immer genau auch weißt, wo du herkommst und versuchst, mit beiden Beinen da noch am Boden zu bleiben. Und was hast du so über dich gelernt eben in der Zeit? Wie hast du dich selber vielleicht so ein bisschen reflektiert mal?
Um Essen ist eine gute Frage. Ich habe viel gelernt über mich, viel gelernt auch speziell über meine Wirkung. Wie wirkst du in der Öffentlichkeit? Wie kommst du rüber? Wie werden deine Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit interpretiert bzw. dort noch dargestellt? Und das ist definitiv ein Punkt, wo du dir als junger Trainer Gedanken darüber machst. Da mache ich kein Geheimnis. Trotzdem ist ein wichtiges Learning in dem ganzen Fußballbusiness und in den ganzen Prozessen und Dynamiken, die angenommen werden, wenn es positiv, wenn es negativ läuft, dir einfach treu zu bleiben. Und ich meine damit, dir treu zu bleiben, im Erfolg nicht abzuheben, sondern weiter konstant zu arbeiten und in einem Negativtrend dir auch treu zu bleiben und nicht zu viel von anderen Meinungen dich beeinflussen zu lassen. Und das ist für mich einer der wichtigsten Learning, wenn du eine klare Vision hast, wenn du eine klare Philosophie hast, wie du führen willst, wie du Fußball spielen willst, diese unabhängig von externen Meinungen dann auch wirklich zu gehen, ja, und dir treu zu bleiben und auch dir der Philosophie treu zu bleiben. Und das ist etwas, was nicht einfach ist, aber wo man definitiv von Tag zu Tag dazulernt. Vielen Dank für die Zusammenarbeit, für das Gespräch, und wir freuen uns dann auf die Rückrunde mit dir.